Hallo, hallo, hallo. Eine neue Runde vom Shoki Quizduell. Heute geht es wieder um dieses Buch. Entweder wird mein Gegner dieses Buch gewinnen äh, aus dem Quizduell oder das Buch geht an die Community, wird verlost unter allen Abonnenten, die unter dieses Video einen Kommentar schreiben. Ganz einfach. So, ich fange an zu spielen. Äh, ich spiele heute gegen äh, Emma Donna. Wie heißt die nochmal? Emma Donner, ich werde es gleich sehen. Ist zu lang der Name, als dass er angezeigt wird gerade. Ich bin auf jeden Fall dran. Emma ähm, Donner 2001 ist es. Genau, Emma Donner 2001 und ich spiele in der Kategorie Kinofilme. Kinofilme nehme ich. Wer spielt die Hauptrolle in dem Film Fear and Losing in Las Vegas? Das ist Johnny Depp. Ja, da hat er so eine Halbglatze irgendwie, ne? Johnny Depp. Cooler Film, sollte man sich anschauen. Ähm, wer war Regisseur des Films Train Spotting? James Cameron, Danny Boyle, Christopher Nolan, Guy Ritchie. Danny Boyle, glaube ich. Guy Ritchie war es nicht. James Cameron war es nicht. Christopher Nolan. Nee. Danny Boyle, jawohl, genau. Ähm, wer spielt im Film Riddick die Hauptrolle? Dwayne Johnson oder Win Diesel? Halt, Schwarzenegger nicht, und will wir auch nicht, aber Riddick, Win Diesel oder Dwayne Johnson? Ich nehme Dwayne Johnson. Oh, Win Diesel! Eieieieiei! Kenne ich nicht den Film. Ist auch nicht so meine Sache, glaube ich, diese Action-Kacke. Naja, gut, auf jeden Fall. Äh, ja, die erste Runde habe ich gespielt, jetzt muss Emma Donner 2001 muss spielen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich spiele die nächste Runde gegen Emma Donner 2001. Es ist... Oh, Emma Donner hat... Emma <laughs> hat nichts richtig bis jetzt. Also steht 2 zu 0 für mich. Und ähm, ich spiele die Kategorie Musik und Hits. Und da bin ich mal gespannt, was kommt. Äh, aus welcher deutschen Stadt stammt die fünfköpfige Rap-Rock-Band Kraft Club? Die sind aus dem Osten, oder? Chemnitz? Ja, genau. Aus Chemnitz. Äh, welche deutsche Rockband sang Ich würde nie zum FC Bayern München gehen? Das sind die Toten Hosen gewesen, nicht die Ärzte. Wir sind Helden, Schwert vorne Stelle auch nicht. Die Toten Hosen. Jawohl. Und, äh, welchen Rockstar verbindet man mit dem Song, mit den Songs Rock With You? Another part of me, Liberian Girl. Das ist Michael Jackson. Liberian Girl, ganz klar. Another part of me, Michael Jackson. Jawohl. Sehr gut. Das... Bedeutet, es steht 5 zu 1. Also die Chancen für die Community, das Buch zu gewinnen hier oder äh, ähm, dass es halt verlost wird, steigt sehr. <laughs> Weil Donner ist nicht so dolle. Ähm, nächste Kategorie. Nächste Kategorie soll sein Bücher und Wörter, Körper und Geist, Macht und Geld. Boah, ich mache Macht und Geld. Und ähm, wie lautet der Mädchenname von Michelle Obama? Richardson, Robinson, Romano, Ronson. Boah, habt ihr schon mal gehört? Robinson, Ronson, Robinson, Ronson, Robinson, Ronson, Robinson. Ja. <laughs> wie heißt der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, der oft nur TSG genannt wird? Das ist wie Thorsten Schäfer-Gümbel. Tom Sinon Große, Thomas Sippel Geis, Albrecht Hoffenheim, nee. Äh, Thorsten Schäfer-Gümbel. Genau, das ist er. Für welchen Betrag US-Dollar kaufte Facebook den Messenger WhatsApp im Februar 2014? 1,9 Milliarden, 9,1 Milliarden, 100 Millionen, 190 Millionen oder 19 Milliarden? 1,9 Milliarden bin ich der Meinung. Das sein? 19 Milliarden? 19 Milliarden? 9 19 Milliarden? Hammer hat. Aber Emma Donner hat, hat muss erstmal spielen, genau. Wir müssen mal so sagen. Es ist jetzt 7 zu 1 gerade. Ich bin gerade sehr siegessicher. <laughs> Und wir schauen mal, was passiert, wie Emma Donner sich schlägt. Ich spiele die nächste Runde gegen Emma Donner 2001. Äh, es steht 7 zu 4. Emma Donner wusste jetzt alles in der letzten Runde. Macht und Geld ist wohl ihr Ding. Das mit den 19 Milliarden wusste sie auch. War klar, Emma Donner. Komm. Äh, Runde 4 in der Kategorie Draußen im Grünen. Draußen im Grünen. Die erste Frage. Wie lautet der lateinische Name der Schlüsselblume? Boah, was weiß denn ich? syringa vulgaris, äh, primula veris, viola tricolor, alchemilla mollis. gibt's das alles? primula peris, nämlich. primula peris. so, ähm, apus apus ist ein flugkünstler, der seine beute im flug erbeutet und den winter im süden verbringt, unter welchem namen ist er auch bekannt? türkentaube, gibt's das? Sperber, Mauersegler, Graureiher. Mauersegler-Tendenz, ja. Oh ja, genau, stimmt. Mauersegler. Wie viele Beine haben Insekten? Sechs, vier, acht oder zwölf? Sechs. Bauchgefühl. Grundsätzlich Insekten, haben die alle sechs Beine? Echt? Ich guck mal. Sechs. Stimmt, Emma Donner hat es auch richtig gehabt. Es steht 10 zu 6. Äh, nächste Runde muss ich spielen. Und wenn ich jetzt äh, alle richtig habe, habe ich alles gewonnen. Dann hat Emma Donner keine Chance mehr, würde ich sagen. Ähm, ich gucke mal, was für Kategorien denn angeboten werden. Glaube und religiöse Sport und Freizeit. Jawohl. Gucken wir mal. Welche Farbe hat die Billettkugel mit der Nummer 1? Oh die Nummer eins. rot blau gelb durchsichtiges Käse rot gelb was weiß denn ich Nummer eins. In welchem Jahr erreichte die deutsche Nationalmannschaft nicht das Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 1990 waren sie Weltmeister. 2006 waren sie nur im Dritten. Und im Dritten 54. 2002 waren sie im Finale. 54 haben sie gewonnen. 1990 haben sie gewonnen. 2002 waren sie im Finale. 2006 waren sie nicht im Finale. waren sie Dritter. Zack. Ja. Capitano, hat der Klinsmann damals gesagt. Capitano. Hm. Ja, das muss man natürlich wissen. Wer war Jochen Rindt? Abfahrtsläufer, Gewichtheber, Ruderer, Rennfahrer, ich würde sagen Ruderer, die kennt man nicht so viel, weil das sind ganz viele immer. Achter oder sowas, Gewichtheber, Ruderer. Uh, Rennfahrer Jochen Rindt. Muss man mal googeln. Wer Jochen Rindt war. Oh je. Wie steht's denn jetzt? Gegen Emma Donner steht's jetzt 11 zu 6, sie muss jetzt erstmal was leisten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. Letzte Runde gegen Emma Donner 2001 in der Kategorie Wunder der Technik. Es steht 11 zu 9 und ich muss eine richtig machen und dann habe ich jedenfalls ein Unentschieden bei zwei Richtigen, einen Sieg. Äh, wie nennen sich russische Raumfahrer-Kosmonauten, weiß ich. Taikonauten, Sowjetnauten, <lacht> Kryonauten, Grüonauten, <laughs> Kosmonauten. So, zack. Habe ich schon mal richtig. Sowohl Toyota als auch Honda haben sie entwickelt. Eine bekannte Variante heißt Asimo. Was ist gemeint? Das ist ein Roboter. Rennmotorrad? Äh, Renn Hubschrauber? Synthesizer? Nein. Roboter. Ja. Ähm, wie hoch ist die Freiheitsstatue in New York inklusive Sockel? 93, 112, 84, 61. 93 oder 112? 93 oder 112? 93 oder 112? Ich nehme. 93. Jawoll! Emma Donner 2001 hat abgelost. <laughs> 14 zu 11 steht es für mich am Ende. Das heißt, dass dieses Buch Kreisliga-Legende jetzt unter der Community verlost wird. Alle, die einen Kommentar in das Video äh, schreiben, und Abonnenten sind, die bekommen äh, das Buch zugeschrieben, beziehungsweise unter denen wird es verlost, nicht alle bekommen eins, oh, da habe ich was gesagt, nicht alle bekommen eins, sondern unter den Kommentatoren, unter den Kommentierenden äh, wird dieses Buch einmal verlost. Ich bin gespannt, wer es bekommt, ich sage Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal bei Schoki Quizduell oder eines der anderen Videos.